So, da bin ich wieder. Wahnsinn, wenn ich mal auf die Uhr schaue, bin ich schon fast 3 Stunden am Stream. Oh, es macht Spaß. Und jetzt haben wir es ja dann gleich mal geschafft. So, da. Also ich hoffe, das ist auch für euch nicht so allzu langweilig, mir da beim Bauen zuzugucken. Aber wer schöne Strecken haben will, der muss halt bauen, ne? Und wenn man dann jemand so jemand wie ich ist, der ein bisschen Schönbau machen will, dann braucht man halt länger. So. Aber das Angebot steht noch. Wenn dann jemand auf den Server kommen will, soll er es einfach in den Chat reinschreiben. Wie sieht das aus mit minus 14 hier? Semi-gut. Schauen wir doch mal, wie das jetzt hier aussieht. Ja. Ich denke, das lassen wir so. Den Damm könnte man noch verschieben. Ist aber gerade noch so drin. Okay. Das wird jetzt speziell. Nachdem die Kurve da so eng ist. Hier werde ich wieder cheaten müssen. Im Sinne von... dass ich den Damm dann nochmal händisch hinterherziehe. Na, bitte, komm jetzt, platzier's. Noch habe ich die Höhe. Ist denn das hier manchmal? Ach, jetzt hat er es gemacht. Nee, da bin ich zu weit draußen. Das wird nix. Das war schlecht. Ist jetzt wieder so. Ja, schön ist anders. Kann natürlich sein, dass ich jetzt da nicht drum rumkomme, dass ich das mit der Hand baue. Probier's mal. Versuch's wirklich so sanft wie möglich zu machen. Schau ich mir das mal an. Oh nee, also der Knick hier. Also das geht ja noch.
Wobei, na, wir müssen einfach viel steiler rein. Nein, das kann ich nicht so lassen. Der Part sieht noch gar nicht mal so schlecht aus. Aber wir müssen hier schon viel krasser rein. Zieht er das hier nochmal? Ja, macht er. Okay. Ich bin überrascht. Es sieht besser aus, als ich dachte. Komm, die Kurve werde ich jetzt auch noch hinkriegen. Ich würde sagen, machen wir es so. Okay, dann schaue ich mir mal mein Kunstwerk hier an. Ja, da müssen wir den Daumen nochmal neu machen. Okay. Dann. Wir sollten. Folgendes machen, das hier weg. Weil man jetzt da mit Weichen arbeiten, wäre der Bahndamm schöner. Doch, wir lassen auf Variabel. Fangen. Warum ist er denn jetzt hier schon drin? So, dann werden wir hier. Ist jetzt die Richtung gesnappt? Ja. Dann haben wir schon mal ein Gleis, was so gerade entlang geht. Ich ziehe sie jetzt auch schon mal durch. Oh, da haben wir ja richtig viel Platz hier. Okay. Das ist zwar jetzt nicht gerade zu dem, das ist auch nicht so schlimm erstmal. Ich wollte eigentlich den ganzen Platz mit der neuen Baumethode machen, wo man dann mit diesen Kreuzungen hier arbeitet. Das glaube ich, werde ich nicht komplett machen. Ich werde es versuchen, traditionell zu machen. So. Ich hätte gern eine weiche. Rechts, so. So nicht. Wieso machst du es jetzt nicht? Ach, Spiel. Spiel dich, verstehe ich. Ah, jetzt haben wir da einen Knick drin.
Das ist besser. Okay. Jetzt schaue ich mal, ob sich... ob das so aufgeht. Und dann möchte ich hier so reinfahren können. Und, ah, oh shit, wir sind da. Ah, wir treffen es noch. Wir müssen mal schauen, ob wir da mit der Lok so drüber fahren können. Und hier hinten dann irgendwie eine Schleife. Oder wir setzen um, aber Schleife wäre schon ein bisschen besser. Das ist doof hier. Okay, dann werden wir das wichtigste Gleis hier mal bauen. Das wäre das hier. Ich hoffe, das passt vom Abstand. Könnte jetzt ein bisschen zu weit weg sein. Ja, wobei. Das könnte noch passen. Das ist gar nicht mal so ab. Ich glaube, das lasse ich so. Also jetzt gehen wir das mal. Wobei, es ist schon ein bisschen knapp hier, ne? Wir hätten hier schon leichte Gefahr, dass wir hängen bleiben. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich glaube, wir bauen das Gleis von hier aus einfach neu. Das lasse ich stehen. Ich frage mich, ob ich hier diese Spur da als Mitte nehmen soll. Aber dann so fahren. Wenn ich es jetzt gerade schon richtig habe, dann wird der ganze Rest sauberer. Oder ist das zu weit weg? Na, jetzt haben wir da einen Winkel drin. Das ist doof. Ich glaube, ich nehme doch das hier als Referenz. Ich würde sagen... also der Abstand soll es eigentlich tun, oder? Mal schauen. Ne. Es ist schon schief. Vielleicht kann ich mal ein bisschen tricksen. Machen wir das mal hier so. Sieht aber doof aus, gell?
Naja, das sieht doof aus. Vielleicht kann ich mit dem doch ein bisschen tricksen. Wenn er es dann richtig hinlegen würde. Wäre das zu knapp? Ach, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe trotzdem einen Winkel drin. Also ich bin nicht komplett parallel, das meine ich. Krieg ich jedes Mal Fahrzeuge. Ja, wir gehen hier leicht nach draußen. Wie kriege ich denn das perfekt hin? Schon wieder Fahrzeuge. Wie mache ich das am besten? Kann ich das hier jetzt treffen? Schauen wir mal, ob das hinkommt. Na, das sieht schon falsch aus. Oder beziehungsweise... Es hat so ein ganz leicht... Oder ich mach's so. Das ist dann so auch... Kann ich das jetzt nicht abreißen? Ah doch. Wenn ich es dann so mache... Oh, ich glaube, jetzt könnt ihr es haben. Das sieht besser aus. Das ist zwar nach wie vor nicht super ideal, aber... Bin schon mal glücklicher als wie vorher. Wie geht's in die Richtung? Ja, ich glaube, so war's was. Und so kann ich halt schön der Richtung folgen. Okay. Ich glaube, wenn ich jetzt schlau bin, dann mache ich gerade den hier.
Dann habe ich nämlich die richtigen Abstände. Wie viel brauchen wir denn hier? Ja, wir machen noch. Schlau. Schlau wie ich bin. Gut, das werden wir dann halt sehen beim Güterzug immer hier rauf von, ob das mit dem Abstand hier passt. So. Ich mache immer nur zwei. Wobei, jetzt mit dem Testen würde ich ja bis zum dritten kommen. Nee. Den letzten werde ich auch lassen, damit ich weiter hinten noch so eine Referenz habe. Coole Sache, coole Sache. Wir könnten... Ich werde das auch hier nochmal machen. Wie ist denn das jetzt mit den Weichen? Damit ich dann hier sauber wieder reinkomme. Wäre das dann irgendwie jetzt. Ich überlege jetzt nur gerade wegen einem Kurvenradius. Irgendwie so. Wird man da mit einer Kurve reinfahren. Sieht hübsch aus. Danke. Muss noch ein bisschen tricksen hier. Also wir fahren hier auf jeden Fall noch weiter raus. Bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt 3 sind. Weiche rechts. Also es wird auf alle Fälle hier länger werden. Und dann hier so mit der Kurve rein. Okay. Die bleibt als Referenz für die Abstellgleise. Das war jetzt wirklich eine gute Hilfe. Normalerweise bin ich nicht so ein Perfektionist, wenn es um das geht, aber das hilft schon ungemein. Okay. Dann soll es jetzt eigentlich kein Problem sein, dass wir dann den Anschluss hier kriegen. Das sieht jetzt doof aus. Da war ich, glaube ich, mit dem Kurve-Tool arbeiten. Und hier hinten. Also mit dem Richtungstool.
Zimmer da. Das ist jetzt nicht ideal. Aber vermutlich müssen wir das hier eh anders machen, wenn wir hier parallel fahren wollen. So. Ich könnte es aber halt. Wir sollten das schon gleich anständig machen. Also eigentlich will ich dann hier so eine Weiche rechts haben. Und alle anderen hier sind dann hier so links. Als Fächer. Also die Idee ist, dass man dann hier Sachen abstellen kann. Und von da hinten dann irgendwie so retour fahren kann. Und dann quasi von dem ganzen Fächer dann hier wieder reinkommt. Wenn ich da mal... Ich glaube, wir müssen noch weiter nach hinten, damit wir hier den Platz ausnutzen könnten. Ja. Ach, wie ging denn das? Wegen dem Radius. Na, wir machen das jetzt so. Lass mal hier weiterfahren. Ja, also, ja, nicht direkt Wendeplatz, also es soll halt wirklich eine durchgehende Schleife sein, dass man hier mit dem Hauptzug reinfährt, dort da entladen und dann wupp, einmal umdrehen. Wobei ich mir leg mir gerade, wie viel Sinn die Schleife macht, denn einerseits müssen wir hier Sachen raufbringen, das ist bei dem Platz da vorne und da hinten. Und dann müssen wir mit den ganzen Wagen, mit dem wir da raufgekommen sind, hier auf der Seite wegstellen. Dann hat es ja noch die eigenen Schüttwagen da für die Kohle. Dann müssen wir mit dem dann wieder reinfahren. Also von daher müssen wir sowieso hin und her fahren. Da ist die Frage, wie viel Sinn das überhaupt macht mit einer Schleife da hinten. Vielleicht mache ich einfach nur eine Kopfkehre. Aber erstmal will ich hier quasi die Hauptstrecke vom Winkel richtig haben. Ich denke, ab hier ist gut. Jetzt soll ich mal das hier abreißen. Ab wann habe ich die Kurve gemacht? Ich glaube... Ab hier so? Zur Sicherheit. Weiche rechts. Das wäre dann ungefähr... Da und dann so rein. Oder da. Okay, wir bauen da jetzt noch ein paar von denen. Wobei hier hinten... Na, wir machen... Eins noch. So, muss ja von der Seite ran. Und wenn jetzt an der Stelle die Weiche ist, dann wird's da so reingehen.
Ne, doch noch zwei. Zweimal nach hinten. Was heißt, das kriegen wir hier langsam mal. Da müssen wir so eine Art S-Kurve hier machen. Okay, also dann kommt es. Wobei, ich brauche noch eins mehr, wenn ich da ja was lösche. Abreißen. Zwei. Ich glaube, es sind. Einer noch. Weiche rechts. Ne, noch einer. Okay. Okay, dann hätten wir das jetzt hier perfekt. Fast perfekt. Fangschluss, machen wir ein bisschen Abstand. Ist ja auch egal. Jetzt werden wir dann hier da so reinfahren. Da könnte man dann die nächste Weiche eigentlich hinstellen. Das einfach nochmal temporär anschließen. Und jetzt schaue ich, dass ich das da möglichst schön hinkriege. Ein bisschen mehr Platz. Noch ein bisschen. Ah, scheiße, jetzt auch wieder so viel weg. Wobei. Also, wenn das nicht gelungen ist, dann weiß ich auch nicht. Es sieht doch gut aus. Cool. Also, dann werden wir hier die Weiche links für den Fächer hinklatschen. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, glaube ich, waren es, oder? Weiche links. Noch einer. Weiche links. Genau, also dann Abstrecke kommt hier so rein, dann kann man hier nach rechts fahren oder geradeaus und dann hier so, ich zeig's mal kurz, weich links, und hier so den Fächer, wobei, na jetzt mache ich was Blödes, der Fächer muss ja... Oder? Ne, ist doch richtig. Nö, das müsste doch... Ja, das ist die Weiche rechts. Wobei, wenn ich dann das hier so mache... Ich glaube, da muss ich noch experimentieren, wie ich das jetzt am blödesten mache. Es wäre natürlich ideal, wenn man... Jetzt muss ich mal überlegen. Wenn man hier so verkehrt reinfahrt. Ich denke, das ist so. Weiche links. Nö, das würde nicht so viel Sinn machen. Ja, ne, doch. Halt. Weiche rechts, aber die hier. So wird es aufgehen. Da
dann noch einmal. So, und dann könnte man hinten wie. Also ich weiß, dass das jetzt hier falsch ist. Ich wollte jetzt nur mal schauen, wie das ungefähr aussehen könnte. Also das wird die Baustelle. Jetzt machen wir zuerst den Anschluss hier hinten. Dass wir mit der Strecke wieder verbunden sind. Das heißt, das muss ich hier anders bauen. Und werden dann mit der Eureka hier nach oben fahren. Das ist jetzt aber hier bescheiden, was ich mir da überlegt habe. Variabler Bahndamm. Ich glaube mit 2 wollen wir da nach oben. Ja, das war echt mit so einer blöden. Ah, ich bin zu hoch, ne? Wir müssten auf die Höhe. Das ist so semi-schön, was ich da mache. So, und jetzt dann irgendwie auf die Hauptstrecke kommen. Komm, bitte bau. Danke. Mal hier weiter rein, das heißt, wenn wir hier von der Kurve kommen, ab da rein. Mensch, dass man da hier nicht die Höhe treffen kann. So. Neppen, vielen Dank. Okay, dann machen wir es ab hier nochmal neu. Ist okay, aber ich glaube, das Gras hier könnte ein Problem werden. Okay, den Baum hier weg. Also das gefällt mir nicht. Eventuell werde ich das da hinten noch mal verlegen. Goal wäre, da jetzt mal mit der Eureka hochzukommen.
Und ich bin ja grundsätzlich vielleicht hier schon mal höher. Ja, das glaube ich, werde ich umbauen. Aber nicht heute. Erstmal hochkommen. Und weg mit euch. Wow, kann es gar nicht fassen, dass wir jetzt die letzte wichtige Bergstrecke fertig gebaut haben. Die anderen sind dann nice to have. So, einmal Holz bitte. Gut. Die Frage, ob es das jetzt bis da oben schafft. Naja, gehen wir einfach mal Gummi. Könnte eine knappe Geschichte werden jetzt. Dann hätten wir schon mal einen Geschwindigkeitstest. Oh, die Kurve ist so eng hier. Okay, sie hat da schon leicht gekippt. Ah, okay, wir können drüber fahren. Sehr gut. Sehr gut. Wir sind oben. Na, ah, wir könnten jetzt gerade mal den Abstand hier testen. Ob zumindest die Lok vorbeikommt. Ah, okay. Das war jetzt zu wenig Saft. Dann ziehen wir die Bremse wieder an. Dann warten wir, bis sie heiß ist. Bis wir wieder Dampf haben. Dann werden wir mit der Lok da einmal vorbeifahren. Schauen uns mal den Clearance an. Und dann würde ich mal sagen, fahren wir mal ganz nach unten. Und weil das unsere Lieblingslok ist, oder zumindest das meine, werden wir Balken aufladen und Schienen. Und fahren damit hier rauf. Jetzt muss man überlegen, 12 Wagen war so das Maximum, oder das nice Maximum auf der zweiten Bergstrecke. Das heißt, ich würde sagen, 6-mal Balken und 6-mal Schienen. Also das heißt, zum Sägeberg schauen wir bei der Schmelzhütte vorbei. Und wobei macht es Sinn? Wir könnten eigentlich, ganz andere, wir könnten eigentlich zuerst zum Depot fahren und hier die Wagen für die Kohlemine schon mal raufbringen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Oder? Oder zuerst mal die Kohlemine voll machen. Ah, ich glaube, wir machen es erst voll. Aber dazu mache ich erstmal eine Pause und dann fahren wir runter. Währenddessen könnt ihr auch im Chat darüber abstimmen, ob man hier zuerst die Wagen für die Kohle raufbringen oder ob man hier zuerst befüllen. Letzteres dauert